Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Wir gucken uns gleich zu Anfang mal einen schönen Rathaus 13 Angriff an vom Jack hier. Ich bin im Clan Deutschland Ed mit dem Avatar und da ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Komme ich gleich aber mal zu. Ist euch vielleicht auch schon passiert, aber ich habe wirklich an eine bestimmte Sache gar nicht rüber nachgedacht, aber habe jetzt im Nachgang gesehen, ja, ist auch nicht ganz so schlimm. Was mir da widerfahren ist, das können wir kompensieren. Und der Jack hat sich hier auch was ganz Spezielles dabei gesagt. Deswegen zeige ich euch den Angriff nicht umsonst. Denn ihr seht hier Max Rathaus 13 Base oder so ziemlich. Ich will mich jetzt nicht ganz, ganz festlegen. Gegen ein Max Rathaus 13 Angreifer. Mauerbrecher kommen hier jetzt mit ins Spiel. Die ersten schaffen es nicht, waren aber auch nur drei Stück. Er hat noch drei. Und die brechen hier jetzt beim Scattershot rein. Klambo kommt raus. Wunderbar. Und bekommt sogar noch eine kleinere Lücke da unten in die Base rein. Hier unten bei der Clanburg. Hat er bestimmt nicht mit gerechnet, dass doch noch eine Mauer weitergeht. Er wollte bestimmt nur den Scattershot hier haben und vielleicht noch einen X-Bogen oder das Passing halt für seinen Hybrid noch so ein bisschen besser machen. Den bereitet der König da oben vor. Wunderbar. Er kriegt hier unten sogar noch die Königin und auch noch den Royal Champion. Also beide Helden. Heiler sind ihm jetzt allerdings weggestorben. Und er kann die Queen aber noch zünden. Das macht er jetzt. Bombenturm ist weg. Queen ist down. Geht es erstmal auf die dicke Clanburg. Schafft er auch noch. Und er schafft auch noch den Royal Champion da unten. Wenn auch mit letzter Mühe. Aber geht noch ein bisschen weiter und wenn ihr diesen Angriff genau verfolgt, dann wird euch am Ende etwas auffallen, was auch immer überbewertet wird. Ne? Wird immer überbewertet. Wofür soll ich denn eine Belagerungsmaschine mitnehmen? Brauche ich doch gar nicht. Kann ich mir sparen, die Truppen. Geiz ist geil hier beim Jack, indem er die gar nicht mehr gesetzt hat und hat noch zwei Champions. Ah, er hat sie doch noch gesetzt. Okay, er hat sie doch noch gesetzt. Aber Leute, wie spät? Guckt euch das an. Nur für den Bogenschützenturm. Wäre fast nicht nötig gewesen, denn da waren ja noch so viele Miner am Leben. Hat es aber trotzdem noch rausgebracht. Naja, fast. Ich habe aber, wo ich den Angriff das erste Mal gesehen habe, gedacht, er hätte die gar nicht mehr oder er wollte die gar nicht nutzen. Vielleicht wollte er sie irgendwo anders einsetzen. Aber schöner Angriff hier. Aus der Liga habe ich euch ja recht wenig gezeigt, beziehungsweise doch, eigentlich habe ich euch ein bisschen was gezeigt, denn wir haben ja vieles live gemacht am Wochenende. Am Wochenende gab es DCM, es gab leider am Sonntag keine HCWL, da der Gegner von Spätzle mit Soße sich doch entschieden hat, wir können nicht live gehen, da die sich nicht wirklich alle im Voice treffen konnten, um die Angriffe dann nach Zeiten zu machen. Das war jetzt nicht so schlimm, ich hatte rechtzeitig nochmal nachgefragt, ob das denn klappt und dann haben wir das halt abgesagt. Das war, also von meiner Seite war das sowieso nicht so schlimm. Ich war ganz schön platt am Sonntagabend und musste dann auch meine ganzen Angriffe hier noch machen. Also war mir das eigentlich ganz recht, dass ich nicht mehr mit euch live gestreamt habe. Euch wahrscheinlich nicht, aber mir kam das so ein bisschen entgegen, dass ich das nicht gemacht habe. Hab nochmal alle meine Angriffe durchgeprügelt in den verschiedenen Clans bei Free-to-Play und auch bei beim Clan Deutschland.net oder beim Clan FC Hollywood. Das gleiche muss ich heute auch noch einmal machen. So hier und da geht der Clankrieg ein bisschen länger, beziehungsweise die Liga im Clan Herausforderer geht die noch ein oder zwei Tage sogar länger. Zwei Tage glaube ich sogar länger. Hier haben wir jetzt morgen unseren letzten Spieltag und dann geht's erstmal wieder rüber, Leute. Ja, ihr habt das bestimmt bei mir im Discord mitbekommen, dass ich so ein bisschen damit, will nicht sagen liebäugel, aber ich eigentlich im Plan habe, den Clan Herausforderer erstmal zuzumachen. Da gibt es ein paar Ungereimtheiten. Also erstmal wird uns der ein oder andere verlassen, was ja nicht schlimm ist, ist ja durchaus normal, kommen und gehen. Allerdings ist das Gefüge passt dort nicht mehr so. Das hat man jetzt während der Liga wieder gemerkt, denn es wurden Clanburgen total spät befüllt. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, dass immer irgendwo was drin war und ich habe
den Fokus der Liga ein bisschen verloren. Beim klaren Herausforderer liegt aber auch daran, dass ich mit meinem 13er dort nicht mitspiele und habe dann nur noch Hausfrau Uschi dort, die ab und zu mal ein bisschen reinguckt. Alle anderen sind ja woanders und dann habe ich meinen Fokus natürlich auch ein bisschen woanders, nämlich auf meinen Angriffen und nicht unbedingt in dem klaren Herausforderer und habe das aber so am Rand mitbekommen, dass es, wie gesagt, ab und zu mal länger gedauert hat mit den Clanburgen befüllen und auch mit den Spenden dauert es dann natürlich länger. Ich meine, es dauert natürlich länger mit den Spenden, je länger du oder je weniger im Clan sind. Das ist ganz normal. Das haben wir überall. Wir sind ja jetzt auch keine Leute, die hier 24 Stunden spielen. Oder konnte ein bisschen dippen hier der Mortus, aber ist auch gerade so mal ein Rathaus 11er, sehe ich jetzt gerade. Solange scheint er das noch nicht zu sein. Ist mir gar nicht bewusst geworden, dass auch er ein 11er geworden ist. Ja, und wie gesagt, da müssen einfach so ein paar Leute, so leid es mir tut, einfach raus. Es gibt halt so den einen oder anderen bei uns, der nur Liga mitspielt. Keinen einzigen CK, ein bisschen Legende und Spenden. Keine Frage, ist eigentlich ein normales Spiel. Aber wir haben ja auch noch normale Clankriege. Und immer nur 6 Tage oder 7 Tage einmal im Monat bei uns die Clankriege mitmachen. Das ist nicht mehr so das, was ich mir unterm Clan natürlich vorstelle, weil wir haben ja selten, vor allen Dingen nach der Liga, mal ein 10er CK noch auf die Beine gekriegt. Irgendwie haben wir das ja geschafft und das fand ich immer schon ein bisschen traurig. Ich meine, ist normal, die Leute machen ihre Helden und so weiter, nur das dauert auch nicht 3 Wochen oder 5. Weiß ich nicht, da kann man vielleicht anders agieren. Es gibt auch ein paar Leichen, ein paar Zweitaccounts, die auch gar nichts machen, die einfach nur Platz belegen. Die belegen den Platz nicht, weil wir sind nicht voll. Aber dennoch, glaube ich, ist vielleicht mal sowas wie ein Neustart ganz gut. Gibt ja einige Neustarts, also auch hier in der Stadt ist das Motto unserer neuen Bürgermeisterin Neustart. Und Neustart gibt es ja auch unter Umständen in den Vereinigten Staaten. Das wissen wir ja noch nicht. Die Wahl ist von den Medien schon entschieden, aber letztendlich noch nicht entschieden. Und wäre natürlich heftig, wenn es dort nochmal einen Rückschritt geben würde, tatsächlich. Aber da bleiben wir sicherlich am Ball und haben da immer ein offenes Ohr. Ich fand jetzt gerade während der einen Woche, wo die Wahl lief, muss ich sagen, hatte man so ein bisschen das andere Thema verdrängt. Zumindest empfand meine Mutter das so, dass die gesagt hat, ich hab mal ein paar Tage abgeschaltet. Ich habe mal ein paar Tage nicht daran gedacht, dass es das ja auch noch gibt, nämlich Corona. Corona ist immer noch da und man hat zwar die Zahlen verfolgt, denke ich mal, dass man das ab und zu mal gehört hat, oh Gott, es werden immer mehr trotz unserer Lockdown-Maßnahmen. Ich meine, das wundert mich jetzt gar nicht, muss ich sagen, denn 20.000, die in Leipzig auflaufen ohne und Nasenschutz dicht an dicht, die dann danach in ganz Deutschland wieder strömen, die kommen ja nicht alle aus Leipzig, die Demonstranten, was aber deren völliges Recht ist zu demonstrieren. Und in der Art und Weise, wie es im Moment passiert, ist es vielleicht nicht mehr ganz so angebracht. Und die 20.000 strömen jetzt nach Deutschland und ja, verteilen das Zeug mal wieder so ein bisschen. Also sie tun uns mit ihrer Demo richtig gut, indem unsere Zahlen in jedem Fall hoch bleiben und wir ja schon in Europa mit uns mit anderen messen können. Leider, muss man dazu sagen. Uns in Europa schon mit anderen messen können, leider. Nur bleibt das Ganze auch zu beobachten, ob das mit den Maßnahmen so funktioniert. Aber man hatte das auch, ich hatte das schon so ein bisschen verdrängt. Ich hatte halt auch immer viel Nachrichten gehört und geschaut, mit euch auch diskutiert, was wird da. Reißt Herr Biden das nochmal rum oder war es das jetzt? Aber die ganzen vielen, vielen Briefauszählungen, die glaube ich dann danach kamen, haben Trump zu Recht den Rest gegeben und das, ich glaube, das hat er auch gewusst, deswegen auch diese Attacke nach dem Motto, hört mal auf jetzt, es reicht es mit Zählen, ich habe doch gewonnen, ist doch gut. Das wäre schön, ne? Ist nur nicht demokratisch. Also von daher war das so ein bisschen, ist das ein bisschen in den Hintergrund gekommen und wir hatten aber am Wochenende schöne Streams, die DCM hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen, spannende Matches, 8 Mannschaften sind weiter für, ja, wie soll man es sagen,
für das Finale am 11. bis 13. Dezember. Aber vorher gibt es noch Ende November den letzten Qualifier, wo die letzten 8 Mannschaften hinzukommen, sodass wir dann mit 32 Mannschaften im Dezember starten können. Und der Dirk hat das doch ganz gut gemacht hier. Den Dirk musste ich jetzt eben nochmal oder heute Morgen doch noch mit in den Clankrieg hier reinnehmen. Den hatte ich erst rausgenommen, weil wir hier jemanden haben, der hatte erst 6 Sterne, wollte dann nochmal zurecht ran, also um seine 8 Sterne für den vollen Bonus hier zu bekommen. Und den habe ich dann auch genommen. Warum ich den nehmen musste, da komme ich jetzt aber wirklich mal nach dem Angriff drauf. Ist ja schon fast wie bei Usecode MBF. Falls ihr noch keinen Creator unterstützt, nehmt den Code. Mein Code könnt ihr immer noch nicht nehmen. Ist aber nicht so schlimm. Und warum muss ich den hier mit reinnehmen? Ich glaube, ich muss erstmal im letzten Clankrieg hier nochmal kurz einmal spenden. Da hatte sich jemand vertan. Hat hier so den ein oder anderen Magier verteilt. 1, 2, 3. Die da nicht reingehörten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube 7 Magier. Kommt auch vor, ist nicht so schlimm. Dass jemand sagt, oh Mist, die werden ja gar nicht maxed. 1, 2, 3, 4. 4 Stück werden die auch noch nicht maxed. Lassen wir mal gerade laufen. Ja, ich habe den nochmal mit reingenommen jetzt, beziehungsweise hier unten musste ich den Yoda nochmal mit reinnehmen. Und hier habe ich mich jetzt rausgelassen. Ich habe mich jetzt rausgelassen aus dem Clank. Ihr seht hier, nach dem Jack kommt der Baba Hüs. Und ja, das musste ich machen, weil mir ein Missgeschick passiert ist. Das Missgeschick heißt, Thorsten wollte unbedingt seine Queen leveln. Ja, ich habe seit Tagen auf den 300.000 Dunklen gehangen. Ich habe immer gehofft, dass ich hier oben ein Heldenbuch kriege. Ich habe aber kein Heldenbuch bekommen, was sehr ärgerlich ist. Und in meiner Not habe ich dann gedacht, okay, wenn du die morgen jammen musst, dann wird es nicht ganz so teuer, wenn du mindestens einen Trank nimmst, hier einen Bauarbeitertrank. Aber das hat es jetzt auch nicht so gebracht. Jetzt 856 habe ich gedacht, da kommst du doch jetzt irgendwie rum. Also ich habe es wirklich verpeilt. Ich habe gedacht, das hier wäre unser letzter Clankrieg, den wir machen. Und danach haben wir keinen mehr, aber wir haben noch einen. Das jetzt aber, der hier auch stattfindet, ist auch nicht so schlimm. Der kann ruhig ohne mich stattfinden, denn der Clan im Moment, gegen den wir als letztes antreten müssen, der steht ganz unten und wir stehen ganz oben. Also bei uns ist, glaube ich, der Aufstieg nicht mehr zu nehmen, auch wenn die anderen immer gewinnen. Ich meine, wir gewinnen diesen auch, bekommen am Ende auch wieder 10 drauf. Das heißt, Deutschland-Ed steigt nach Kristall 3 auf, Kristall 2 auf, schuldig, wir sind jetzt in Kristall 3 und ja, ist natürlich schön. Ich denke, nächste Saison können wir so ähnlich weitermachen, also mit Rathaus 11, 12 und 13 hier weiter bestehen und ein bisschen höher gehen. Ich meine, wenn wir so bleiben, vielleicht müssen wir dann irgendwann auch mal wieder zwangsabsteigen. Das weiß ich noch nicht genau. Aber naja, wie gesagt, ein bisschen ärgerlich war das jetzt hier. Waren denn jetzt hier eigentlich noch Truppen offen? Ach nee, das war im letzten. Hat jetzt doch schon einer gespendet. Ist noch einer auf online gewesen hier mit mir? Da war doch jetzt eben, fehlte doch eben noch was, oder täusche ich mich da? Habe ich mich da jetzt so verguckt? Ja, scheinbar habe ich mir, ja, ich habe mich scheinbar da doch irgendwie verguckt. Oder es war ganz, ganz kurz gerade einer da und hat hier einen Magier reingelegt. 1 von 17, ihr seht es auch hier, dauert es immer ein bisschen länger, bis die Clanbogen voll werden. Aber schöne Woche hier und entspannte Woche hier für uns. Ich war jetzt, also dieses Left kommt, das liegt daran, dass die Leute sich ab und zu mal woanders ein paar Truppen holen und ich ja auch woanders spenden gehe. Und deswegen sieht das hier manchmal ein bisschen komisch aus, aber es gab hier immer Spenden, hier gab es kein Unmut, die Clanbogen waren immer super gefüllt, hier haben alle geholfen und vielen Dank nochmal für die Woche hier, den hier nicht aus dem Clan Herausforderer sind, das ist Alpa, glaube ich, gewesen, das ist der André, der Mr. Unlucky, Mr. Meister Yoda, den habe ich hier beim Clan Free-to-Pay leider nicht mitgenommen gehabt, habe ihn da eigentlich rausgeschmissen, weil ich nicht wusste, was das für einer ist und habe ihn dann aber unter Absprache hier damit reingebracht, dass er hier die Liga mitspielen konnte. Ich denke, das hat auch gut funktioniert. Der Antimate ist ein Zweitaccount von ihm und der Bender ist der Leader hier in diesem Clan bei Deutschland-Ed. Ja, wie gesagt, im Clan Herausforderer jetzt dann Lehrer werden, denke ich mal, zum Ligastart. Erstmal können alle rüberkommen, vielleicht machen wir das auch anders, dass wir irgendwie doch nochmal den Dreher finden, hier unten die Leichen rauskicken, Robs, Homebutton, Max, Billy,
Und auch da unten Alex Farnsworth, das Ganze hier ein bisschen ausdünnen und dann einfach neu mitmachen. Hier der New Flash kam gar nicht erst mit rüber zum Clan.de-Ad, ja, zum Clan Deutschland-Ad. Und da machen wir hier vielleicht einen Neustart, müssen wir mal sehen. Einmal alle raus und dann wieder rein, oder aber wir stimmen das Ganze ab. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Den Text ändere ich jetzt aber schon mal da oben. Das mache ich jetzt gleich. Und dann geht das erstmal ich will nicht sagen bergab, aber ich glaube, das ist mal jetzt notwendig gewesen, weil es wie gesagt so ein bisschen Unstimmigkeiten gab und so weiter. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch einen wunderschönen Wochenstart. Bis dahin, bleibt gesund, euer Toto. Best.